meine Lieben, hello, hello. Heute ein sehr spontanes Video von mir, wie meistens. Ja, back to the roots. Ich habe nichts Großartiges vorbereitet. Ich drehe euch ganz kurz diesen Teddy-Haul ab als Inspiration, denn ich komme gerade von Teddy und ich habe ein paar richtig coole Sachen gekauft. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Ich wollte was für Liams Laterne kaufen, die ich schon angefangen habe zu basteln. Hier, er hat sich eine Peppa Pig Laterne zu St. Martin gewünscht, deshalb wollte ich Farbe kaufen. Ich habe dann aber an der Kasse erfahren, dass es 30% Rabatt gibt und deshalb bin ich am nächsten Tag nochmal hingefahren und deshalb ist es so einiges mehr geworden. Zum Thema Adventskalender habe ich noch ein paar Inspos für euch, beziehungsweise ja, zu Geburtstagen und Deko. Zeige ich euch jetzt alles im Laufe des Videos. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Also fangen wir mal an mit der Laterne. Deshalb bin ich ja eigentlich hingefahren und zwar habe ich Farbe gebraucht. Allerdings würde ich euch jetzt von der Farbe abraten, wenn ihr ein Tetrapack anmalen möchtet, denn ich habe mehrere Schichten gebraucht. Da würde ich tatsächlich eher Sprühfarbe nehmen, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir werden die Farbe natürlich noch weiterhin zum Basteln verwenden, denn die ist wirklich eigentlich richtig gut für jeweils 1 Euro. Die rote Farbe hier für die Dachziegel, die habe ich auch schon angemalt, beziehungsweise der Liam. Und für die Laterne habe ich dann auch noch eine Kerze gekauft. Die kommt dann auch noch mit rein. Und wir haben auch noch Pinsel gebraucht. Diese hier, wartet, ich lege das mal hier auf Seite. So, und zwar sind die richtig gut für 2 Euro. Also kannst du echt nichts sagen. Ich bin sehr zufrieden. Der Liam hat auf jeden Fall Spaß und wir sind gut vorangekommen. Die werden wir natürlich weiterhin verwenden. Dann habe ich noch für die Laterne hier Tippex gebraucht von Pelikan. Dafür habe ich bezahlt, ich sage es euch, 1,55 Euro, habe ich extra aufgehoben. Und damit werden dann die Fenster umrandet, beziehungsweise die Tür. Ja, da kommt dann der Rahmen dran, weil Tippex, ganz ehrlich, wer braucht heutzutage noch Tippex? Also braucht man wohl eher selten. Also bei uns trocknet der immer ein. Und deshalb habe ich einen neuen gebraucht. Ich wollte nicht diesen Stift kaufen, wo du dann drauf drückst, denn der wäre zu dünn gewesen. Deshalb habe ich hier so einen dickeren Pinsel gebraucht, um die Fenster eben nachzuzeichnen. Wollen wir mit dem Adventskalender weitermachen? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich habe das hier zwar ein bisschen sortiert, aber ich glaube, ich mache lieber erstmal mit Liams Geburtstag weiter. Er wird ja bald 4. Deshalb habe ich hier eine Kerze gekauft für 1 Euro. Mit der Ziffer 4, logischerweise in Gold. Und dann habe ich hier noch diese Konfettis, sage ich jetzt einfach mal so, in Gold gekauft für 1 Euro. Wie gesagt, ihr zieht dann immer die 30% nochmal ab, damit ihr wisst, wie viel ich bezahlt habe. Kassenzettel habe ich schon oben im Büro. Und die werden dann so als Deko dienen. Luftballons durften natürlich auch mit. Hier einmal Happy Birthday für 1 Euro. Wobei ich sagen muss, dass er vom letzten Jahr, da hat er ja Paw Patrol Party hier bekommen. Also keine großartige Party, ganz im Gegenteil, eher im kleinen Kreis. Aber ich habe ihm so einen großen Helium-Luftballon eben von Paw Patrol gekauft. Und das wird alles nochmal verwendet. Also diese ja, Helium-Luftballons, die kann man auch nochmal verwenden. Also die werden ja nicht, die gehen ja nicht kaputt. Musst du halt nochmal frisches Helium reinmachen, logischerweise. Ein Jahr hält es leider nicht, aber die werden definitiv nochmal verwendet. Dann habe ich noch für, können wir direkt mit Geburtstag weitermachen, hier Geschenkpapier gekauft. Fand ich total süß. Wobei ich sagen muss, dass ich da so ein bisschen unsicher bin, ob das von der Qualität gut ist. Weiß ich jetzt gar nicht, was das gekostet hat. Steht jetzt hier leider auch nicht drauf. Das ist halt nur so dünnes Papier, ne? Wenn du ein großes Geschenk hast, dann nimmst du ja jetzt nicht exorbitant teures Papier. Also ich mache das nicht so, denn ja, das wird mir sonst zu teuer. So, dann habe ich für Lissandros Geburtstag, der hat ja auch bald ja, seinen 16. Geburtstag, unglaublich, erstmal hier Servietten gekauft, Let's Party und dazu den passenden Luftballon. Hier, Happy Birthday. Auch richtig schön. Und wie gesagt, ich habe dann halt zugeschlagen, weil ich mir gedacht habe, komm, also bei 30% Rabatt, da kannst du direkt schon mal die Sachen kaufen. Und hier einmal eine Girlande mit Happy Birthday in Silber, auch für 1 Euro. Und hier noch eine 4 als Helium-Luftballon. Habe ich ja nicht, ne? Kann ich nicht vom letzten Jahr verwenden. Letztes Jahr wurde er ja 3, logischerweise. 2 Euro habe ich dafür bezahlt. Dann habe ich hier noch eine Kerze für 1 Euro. Happy Birthday
für den Lissandro. Hier einmal noch Kerzen für Liams oder Lissandros Geburtstag. Ich muss mal gucken. Hier für 3 Euro in Regenbogenfarben. Fand ich total schön. Lissandros Geburtstag, nee, da wird es nicht reichen. Das sind zu wenige. Okay, dann bekommt sie der Liam. Machen wir weiter mit dem Adventskalender, würde ich sagen. Denn da, finde ich, habe ich schon coole Inspirationen für euch. Zum einen eben auch wieder Helium-Luftballons, denn die haben jetzt jeweils auch nur 1 Euro gekostet. Und hier habe ich einmal hier das mit dem Raumschiff bzw. der Rakete und dem Astronauten. Aber hier, darauf wird der Liam absolut fliegen. Hier im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat 2 Euro gekostet, aber der ist auch wirklich sehr groß und das ist halt ein Feuerwehrauto. Ja, und jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, dass der Liam ein kleiner Feuerwehrmann ist und wahrscheinlich auch einer werden möchte. Naja, wie die meisten Kinder, ne? Polizist, Astronaut oder Feuerwehrmann. Also das schon mal für den Adventskalender. Und dann habe ich für den Adventskalender hier noch diese Büchlein gekauft. Fand ich total schön, hier zum Malen, Spielen und Rätsel. Fand ich eben auch altersgerecht und von den Motiven her hat es mir auch sehr gut gefallen. Habe ich 2 Euro für bezahlt, also das passt. Und dann hier für ein weiteres Türchen auch, nee, das hat jetzt 3 Euro gekostet. Also ich finde, so ein Adventskalender, ja, da möchte ich jetzt auch nicht ultra viel Geld ausgeben pro Tag. Und ich finde so einen Luftballon jetzt hier für 1 Euro, da wird er auf jeden Fall Freude mit haben und auch Langfreude mit haben, weil wir das dann eben auch immer wieder verwenden kann. Und bei so einem Buch für 3 Euro, da kannst du jetzt auch nichts falsch machen, aber es soll jetzt nicht in jedes Türchen ein Geschenk für 3 Euro. Das finde ich dann einfach zu viel. Aber das fand ich total schön, weil er da die Zahlen verbinden kann. Und das habe ich als Kind total geliebt. Hier vor allen Dingen, es ist halt von Peppa Pig. Und hier ist zum Beispiel das Bild. Und hier kann er es dann nach Zahlen nachmalen und dann entsteht eben die jeweilige Figur. Fand ich richtig klasse und deshalb habe ich das auch noch gekauft. Dann habe ich Hot Wheel Autos gekauft. Hot Wheels Autos, so rum. Jeweils 1 Euro haben die gekostet, dann eben auch pro Türchen der Liam und Autos. Also ja, ganz schlimm, was ja schön ist. Und damit wird er mit Sicherheit auch große Freude haben. Dann habe ich ihm noch so eine kleine Schokolade gekauft. Kann ich euch jetzt nicht sagen, was die gekostet hat. Da steht kein Preis, aber das fand ich auch total passend eben für ein Türchen. Sagt man eigentlich Törchen oder Türchen? Ne, Türchen, ne? Ein Türchen vom Adventskalender her. Muss man ja aufpassen auf YouTube, ne? Sonst wirst du gleich, zack, auseinandergenommen. Aufkleber liebt der Liam über alles. Ich habe immer und überall Aufkleber dabei, so ein kleines Büchchen, wenn wir zum Beispiel essen gehen oder zum Arzt, wenn er ein bisschen länger warten muss, dann ist er wirklich beschäftigt. Ich setze mich dann neben ihn und dann wird ausgemalt bzw. die Aufkleber eben aufgeklebt und deshalb habe ich jetzt hier Waldtiere noch gekauft, 50 Sticker, 1 Euro. Ich fand die total süß hier mit den Waldtieren und deshalb habe ich sie ihm gekauft. Außerdem liebe ich Eichhörnchen und da ist ein Eichhörnchen drauf und deshalb ja, durfte es mit. Dann habe ich mir hier noch so ein Bügelbild gekauft für 1 Euro, eben auch für ein weiteres Türchen vom Adventskalender. Werde ich ihm dann aufbügeln auf einen Pulli oder eine Hose, kann er sich aussuchen. Also die Hose oder der Pulli muss jetzt nicht unbedingt ein Loch haben, sondern ich mache es halt einfach wegen der Figur. Das ist ein Pirat, mag er eben auch sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch ein Piratenschiff, ne? Im Garten. Egal, andere Geschichte. Bastelklammern habe ich ihm dann noch gekauft für 1 Euro. Fand ich auch total süß. Also wie gesagt, der Liam, der bastelt echt gerne. Der ist auch eine Weile mit beschäftigt. Und wenn er dann solche Sachen hat, da ist er auch total motiviert, ne? Also ja, aber er ist jetzt auch motiviert, wenn du ihm Papierflieger einfach nur bastelst mit einem Stück Papier. Aber das macht dann natürlich nochmal ein Stück weit mehr wahrscheinlich Spaß. Ich habe dann noch diese Klammern hier gekauft für 1 Euro, eben für den Adventskalender. Die sind dann eben sehr weihnachtlich oder beziehungsweise für den Winter angehaucht. Wobei, die haben eine rote Mütze. Dann sagen wir doch eher mal für Weihnachten. Dann machen wir weiter mit Weihnachten. Da habe ich dann hier noch diese Stifte gekauft von Bic, einmal in Silber und einmal in Gold. Und jetzt geht die Jalousie wieder runter. Also ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich filme, ne? Okay, ich hoffe, es passt noch vom Licht. Einen in der Hand, den wollte ich kaufen, hatte ich schon im Einkaufskorb. Hätte 2 Euro gekostet.
No Name und dann habe ich die von Big gesehen und dachte mir, hä, da kosten zwei Stück 2 Euro, nehme ich natürlich die mit. Und Big ist ja eine bekannte Marke, also damit kann man natürlich schön die Karten schreiben beziehungsweise irgendwas schön verzieren oder beschriften. Nervt mich jetzt mit der Jalousie, ne? Soll ich sie wieder hochmachen? Ich weiß es nicht, ob es jetzt passt vom Licht. Wahrscheinlich werde ich mich total ärgern, wenn ich dieses Video schneide. Aber wir lassen es jetzt so. Wir haben ja gesagt, back to the roots, ne? Für Silvester oder für eine Geburtstagsfeier habe ich noch diese Schirmchen hier gekauft für 1 Euro. Fand ich süß, wenn man, ja, wenn du Muffins oder irgendwas backst oder ja, vielleicht in ein Getränk reinmachst, also in eine Traube oder als Snack in eine Olive. Das wird dir mit Sicherheit auch sehr gut gefallen. Ich habe die geliebt als Kind, diese Schirmchen. Für Silvester habe ich dann noch das gekauft, diese Konfetti hier, auch für 1 Euro. Kannst du schön auf dem Tisch verstreuen, wobei ich sagen muss, ich hebe ja sowas auch immer auf. Gell? So, und jetzt ist tatsächlich die Kamera ausgegangen, weil es zu heiß wurde und deshalb habe ich direkt die Jalousie wieder hochgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber ich mache einfach mal weiter. Was ich noch ganz kurz zu den Helium-Luftballons sagen wollte, klar, ich meine, Helium ist auch teuer, ne? Also wir haben aber immer Helium hier zu Hause, einfach weil ich viele Kinder habe und weil immer ständig, ja, das Wort beißt sich. Also es wird halt ständig irgendwas gefeiert, beziehungsweise die Jungs sind auf Geburtstag eingeladen und so weiter. Und wir haben schon eigentlich, ja, immer Helium hier zu Hause. Und deshalb, na klar, aber ich verstehe es, wenn ihr sagt, ey, Helium muss man auch erstmal kaufen, ist teuer, ne, so ein Bottich, ja. Jetzt hört man gerade meine Kinder, die sind nach Hause gekommen, deshalb wundert euch nicht. Also, ich glaube, ich war hier bei diesen Konfettis stehen geblieben, ne? Für 1 Euro für Silvester dann. Einfach Streuartikel, genau. Ich war dabei, dass ich gesagt habe, dass ich sowas ja immer aufhebe. Ich bin ja echt ein Monk. Also, ja, ich habe so Streuartikel trotzdem noch zu Hause. Ich habe sogar noch die 18, also als Streuartikel vor Max sein Geburtstag. Ja, und der Max ist mittlerweile 23. Unglaublich. Naja gut, der nächste wird ja auch bald 18. Da kann man es wiederverwenden. Warum soll man sowas wegwerfen, ganz ehrlich? Ich habe dann noch hier Sekundenkleber gebraucht, 2 Euro von Pelikan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns trocknet sowas auch immer ein, weil du halt auch immer nur so ein ganz kleines bisschen brauchst und eher selten. Gut, jetzt haben wir ihn wieder zu Hause. Der Liam hat auch an seinem Bagger oben was abgebrochen, deshalb passt es ganz gut, dass ich den jetzt hier habe. Dafür hatte ich den aber eigentlich gar nicht gekauft. Egal, sei es drum. Ich habe hier noch eine schöne Geburtstagskarte mitgenommen für 1 Euro. Die hat mir sehr gut gefallen. Allerdings ist sie für eine etwas ältere Frau und da wollte ich jetzt nichts total Übertriebenes, fand es aber irgendwie total schön und sehr passend. Apropos Geburtstag bzw. Weihnachten, hier einmal total unspektakulär für mein Steuerbüro. Ey, jedes Mal, wenn ich meine Papiere abgebe, ne, habe ich da so verhunzte Teile und ich habe jetzt mal hier so ein Hefter gebraucht. Naja, egal. Jedenfalls, auch da bin ich ein Messi. Da hebe ich auch, ich habe noch Bücherumschläge bzw. Heftumschläge von den Jungs. Die wird der Liam mit Sicherheit nicht brauchen. Aber ich habe sie aufgehoben, ne? Total bescheuert. Ich habe hier noch diese Geschenktüten gekauft. Die haben mich total angesprochen hier für 2 Euro. Richtig schön. Da kannst du dann das Geschenk für eine Freundin oder die Mama reinpacken. Hier Christmas Wishes. Die habe ich tatsächlich schon mal für unsere Nachbarn gekauft. 2 Euro. Ja, unsere Nachbarn sind richtig klasse. Übrigens die Lehrer meiner Kinder, die mag ich sehr, sehr gerne und die bekommen auch jedes Jahr was von mir. Nein, ich will sie nicht bestechen. Das geht ja auch gar nicht. Hier, das habe ich noch für Weihnachten bzw. jetzt für die Winterzeit gekauft als Tisch- oder Platzset. Die Farbe gab es leider nicht 7-mal, deshalb wird einer das in Grau bekommen, wahrscheinlich der Liam. Ich habe es ihm als was ganz Besonderes verkauft, die Farbe, habe gesagt, boah, du wirst diese Farbe bekommen, ne, weil die ist nur für deine Brüder und so weiter. Passt ganz gut zu der Tischdecke, die ich eben habe. Ich habe so eine richtig schöne graue und habe ich mir gedacht, komm, das nimmst du mal mit. Habe ich jeweils 1 Euro für bezahlt. Zum Thema Geschenke noch, ein Geschenkband für 2 Euro, ist allerdings 12 Meter lang und mir hat es total gut von der, ja, wie heißt das, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
vom Material, jetzt habe ich es, vom Material gefallen. Seht ihr, sowas würde ich jetzt normalerweise direkt dann wieder rausschneiden, ne? Aber ich lasse es jetzt drin, ne? Damit ihr mal seht, wie es eigentlich läuft. Für den Adventskalender habe ich übrigens hier noch so ein Herz gekauft von Kinderüberraschung. Eben auch, weil es 30% gab. Ich habe 2 gekauft, allerdings standen wir auf dem Rückweg im Stau. Und deshalb haben wir schon ein bisschen genascht, der Liam und ich. Also eins hier für den Adventskalender. Unspektakulär, einmal hier Müllbeutel. In meinem letzten DM-Haul hatte ich euch auch Müllbeutel gezeigt. Ja, die war natürlich definitiv günstiger hier für 1 Euro 60 Liter, ne? Ja, sollte ich vielleicht mal zu Teddy öfters fahren. Ich habe übrigens auch Putzeimer gekauft. Wer hat meinen letzten DM-Haul gesehen? Habe ich noch zu euch gesagt, wer schafft es, bei DM einen Putzeimer zu kaufen? Wahrscheinlich nur ich. Ich habe jetzt hier mal einen günstigen gekauft für die Garage für 1 Euro. Da ist es mir dann egal, ne, wie der aussieht oder was der kann. Wahrscheinlich kann er nur Wasser auffangen, ne? Oder halt was anderes an Schmutz. Hier ist übrigens das Teil vom Liam, was er abgebrochen hat, von dem ich gerade erzählt habe. Seht ihr? Ich flunke euch nicht an. Hier noch ein Putzeimer für 2 Euro für die Waschküche. Es nervt mich nämlich, ich habe nur einen und dann muss ich da ständig hoch und runter. Und ich renne ja schon den ganzen Tag hoch und runter. Schaut mal, das finde ich richtig cool. Vielleicht eben auch als Inspiration für euch 2 Euro. Und zwar kann man damit so eine Herzschablone basteln, also zusammenstecken, nicht basteln, weil auf Basteln hätte ich jetzt keinen Bock, wenn ich schon backe. Ich backe ja nicht so gerne, ich koche lieber für 100.000 Leute, anstatt dass ich einen Kuchen backe. Und das fand ich richtig toll, denn ich habe eine Herzkuchenbackform und da könnte ich dann auch noch Sahne drauf machen, ohne dass es mir verrutscht nach unten, weil ich sehe nur für den Teig die Kuchenform. Ja, jedenfalls hier, 2 Euro, fand ich mega. Hoffe ich, dass die was ist, dass sie was kann. Zum Basteln hier noch für Weihnachten so eine Kordel für 3 Euro. Hier in so einem Boho-Style, fand ich auch toll. Und hier habe ich jetzt noch eine tolle Inspiration für euch. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und zwar sind es so Muffinförmchen für 1 Euro. Muss auch dazu sagen, dass ich die mehrfach verwende, also für mein Vorhaben. Ei darin gekocht. Ohne, also wenn ihr ein hart gekochtes Ei essen möchtet, ja, also so geht es mir. Dann musst du das nach dem Kochen erstmal ewig lang unter kaltes Wasser halten, damit du die Schale abpellen kannst, was super nervig ist, wenn das Ei noch zu heiß ist. Und wenn es aber, wenn du zu langes Wasser drüber laufen lässt, dann ist das Ei dann kalt. Du willst ja zum Frühstück kein kaltes Ei essen. Und jetzt habe ich den ultimativen Tipp für euch. Passt auf. Ihr gebt dieses Förmchen, ich blende es euch ein, das habe ich auf Insta für euch auch online gestellt. Auf Insta könnt ihr mir übrigens auch folgen, wenn ihr möchtet. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Da versuche ich euch immer ja, irgendwelche Hacks oder Inspirationen online zu stellen. Und wenn ihr das Ei hier reingebt in ein Wasserbad, dann kocht das Ei logischerweise und dann könnt ihr das richtig schön auf eurem Teller anrichten. Sieht toll aus. Ihr habt ein heißes, gekochtes Ei sozusagen und sieht auch noch schön aus. Ja, für 1 Euro, wie gesagt, ich habe es mehrfach verwendet. Eigentlich macht man darin Muffins, ne? Wie das Wort oder wie schon der Titel hier drauf steht. Aber ich musste das halt mal zweckentfremden, weil ich das ausprobieren wollte. Ich habe dann noch Bastelklammern gekauft. Washi-Tape habe ich dann noch mitgenommen. Das fand ich richtig schön. Das sieht ganz toll aus für meinen Planer. Denn wenn ich manchmal Zeit habe, dekoriere ich den auch. Aber auch immer nur so zwischen Tür und Angel mache ich mir ein paar Aufkleber drauf, so damit ich ja Freude daran habe, wenn ich mir irgendwelche wichtigen Termine reinschreibe, die ja eh schon nervig sind. Ja, wer kennt es nicht? So, jetzt kommen wir hier zu was richtig Coolem. Da denkt ihr jetzt, ja, warum kauft ihr jetzt schon Ostersachen? Ganz ehrlich, also ich fand die so süß und für den Preis, also 1 Euro, normalerweise, wenn ihr bei DM solche Servietten kauft, ne, lasst ihr 4, 5 Euro. Und ich fand die so süß mit den 2 Hasen, da freue ich mich an Ostern, wenn ich die dann auspacken werde. Hier noch für eine Party oder wenn wir abends mal einen Filmeabend machen, wahrscheinlich eher, wenn Freunde von meinen Kindern kommen, hier für 1 Euro, da steht Popcorn und sind eben auch hier so ausgeschnitten. Fand ich eben ganz witzig. Ich habe dann hier noch Herzluftballons gekauft für 1 Euro. Wenn man mal irgendwo eingeladen ist, zu einer Hochzeit oder zu einem Polterabend,
kannst du da noch was Schönes draufschreiben. Das merke ich schon. Ich spreche ganz schnell, weil ich merke, dass das Video recht lang wird. Jedenfalls habe ich 1 Euro dafür bezahlt. Dann habe ich hier noch eine LED-Lichterkette gekauft für 2 Euro, weil ich jetzt nicht wusste, ob das vielleicht passend für Liams Laterne ist. Ne? Weil ich hier oben dann noch kleine Löcher reinmachen werde. Vielleicht werde ich diese Lichtlein dann irgendwie so reinklemmen, dass es so aussieht, als wäre da eine Lichterkette drin. Muss ich mal gucken. Da müssen wir dann unsere Fantasie freien Lauf lassen. Für den Liam habe ich dann noch diese Teile hier gekauft, diese Farbrollen für 1 Euro, weil ich dachte, dass es dann vielleicht damit ganz gut klappt. Aber wie gesagt, ich musste da einfach dann mehrfach nachhelfen und deshalb haben wir die jetzt erstmal nicht verwendet. Aber wir haben ja genug Farbe, da wird er auf jeden Fall viel Spaß haben. Jo, ich glaube, ich habe euch jetzt soweit alles gezeigt. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei, vor allen Dingen für den Adventskalender bzw. für die Laterne. Falls ihr einen Wichtel zu Hause habt, falls ein Wichtel bei euch einziehen wird für eure Kinder. Also bei Teddy gibt es echt süße Sachen, ne? Für wenig Geld, einfach so ein kleines Bänkchen zum Beispiel habe ich gesehen oder so ein kleiner Teppich. Also richtig süße Sachen. Habe ich jetzt nichts mitgenommen. Ich habe noch die Sachen vom letzten Jahr. Und bei uns wird aber auch ein Wichtel dann einziehen. Muss ich mal gucken, wann und wie. Jedenfalls wollte ich euch das ganz schnell abdrehen. Vielleicht eben als kleinen Tipp oder kleine Inspiration für euch. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Hinterlasst mir gerne mal euer Feedback in den Kommentaren. Alle Infos nochmal unten in der Infobox. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Okay. Bis dann. Tschüss. Ich habe mich gar nicht so oft versprochen, ne? Ging. Es ging. Aber ihr wisst gar nicht, wie oft ich Anlauf genommen habe. Also, bis dann. Ciao.